willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal nach langem wieder einen Try-on-Haul. Und zwar liebe ich Try-on-Hauls, weil ich unglaublich gern shoppen gehe. Und das war ich auch in diesem Monat. Und ich habe hier einfach mal ein paar der Teile zusammengesammelt und die möchte ich euch zeigen. Also sie sind alle so gut wie aktuell, also sie müssten eigentlich aktuell sein und ihr müsstet alles noch bekommen. Und ich verlinke euch auch alles in die Infobox und schreibe euch die Preise auch hier irgendwo im Video hin. Was ich noch vorab sagen möchte, hier gegenüber wird ein Haus abgerissen. Ich hoffe, die Geräusche sind nicht zu laut, aber ich denke nicht. Und jetzt würde ich sagen, wir starten mit dem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. So, ich fange einfach mal an mit Stradivarius. Stradivarius gibt es, glaube ich, bei uns in Deutschland nicht. Zumindest nicht bei mir in Stuttgart und Umgebung. Aber ihr könnt auf jeden Fall online dort einkaufen und ich finde, da gibt es immer richtig super schöne Sachen. Wie zum Beispiel diese Sandalen mit Plateau, mit so einem Bastplateau, was gerade super modern ist und ich finde, es sieht einfach so nach Sommer und unglaublich schön an den Füßen aus. Diese sind jetzt aus Samt, was ich auch super, super schön finde und in so einem Altrosa mit kleinen Bienchen drauf. Ich glaube zumindest, dass es Bienchen sein sollen. Also wie gesagt, die sind von Stradivarius und die waren im Laden von 35 Euro auf 20 Euro reduziert. Und die habe ich jetzt in Barcelona gekauft, also müssten die auf jeden Fall noch aktuell sein. Und ich schaue mal, ob ich die für euch im Onlineshop finde. Dann habe ich noch dieses Kleid gekauft. Ich zeige es euch auch angezogen. Das Kleid ist auch von Stradivarius. Hat, müsste ich meinen, 22,95 oder sowas gekostet. Es hat hier solche schönen Blumen drauf genäht. So Blumenapplikate, was ja auch super im Trend ist, gerade im Spring, Summer. Und was ich auch noch schön finde an dem Kleid ist, dass das unten so ein bisschen weiter geschnitten ist, ein bisschen wegsteht, ein bisschen aussieht wie ein Rock. Und ja, das finde ich auch super, super schön. Und so ein Hellblau, das sieht man gerade auch überall. Damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Wir bleiben jetzt einfach mal bei Stradivarius, würde ich sagen. Ich habe mir hier auch noch so eine, wie soll man dazu sagen, Boyfriend-Hose? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine graue Jogginghose mit weißen Strichchen, aber sieht irgendwie elegant aus. Kann man auch super an einem schönen sonnigen Tag so in die Stadt tragen mit irgendwie ein paar lässigen Sneakers, vielleicht die Adidas Sneakers, Stan Smith Schuhe würde ich jetzt dazu kombinieren und ein leichtes T-Shirt vielleicht, ja, und einfach eine schöne Tasche, vielleicht sogar eine farbige Tasche, je nachdem. Auf jeden Fall sitzt sie ein bisschen high-waist und sieht super schön aus. Dann habe ich hier noch ein Shirt, das habe ich zugeschickt bekommen von Loavies oder ich weiß gerade nicht, wie man es genau ausspricht. Fand ich voll süß, dass sie mir das einfach so zugeschickt haben. Da steht Girl Gang drauf und sieht auf jeden Fall auch richtig schön nach Sommer, Spring aus. Gerade wegen dem Pink. Was habe ich denn hier noch Schönes? Dann habe ich hier ein ganz, ganz simples Shirt von Pull & Bear. Oh, ich liebe Pull & Bear. Ich glaube, es ist einer meiner Favorite Shops. Und zwar ist es hier so ganz, ein ganz normales weiß-schwarz gestreiftes Shirt mit einem V-Ausschnitt. Finde ich auch richtig schön. Einfach zu einer Jeans kombiniert. Sandalen vielleicht dazu oder Sneakers. Also ganz easy an einem lässigen Tag. Man muss sich ja nicht jeden Tag aufstylen und aufbrezeln und ja, das finde ich auch voll cute. Dann bin ich wieder bei Stradivarius und zwar habe ich dann auch eine Handtasche gekauft. Ich dachte mir so, die passt perfekt zu dem Kleid und diese Handtasche hat nur 12,95 € gekostet und dann dachte ich mir, da machst du nichts falsch und das hat hier so ein kleines Anhängerchen mit silbernen Nietchen so dran. Voll süß sieht die aus. Hier ist sie ein bisschen abgenäht und ja, da kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen. Da passt auch ein guter Geldbeutel rein, ein bisschen Schminke. Und dann ist es eine super Alltagstasche oder auch zum in die Stadt gehen oder ein Eis essen gehen. Das nächste Teil ist auch super schön, habe ich auch von Stradivarius. Und zwar ist es eine blau gestreift weiße Bluse. Auch Blumen aufgenäht, was ich super, super schön finde. Und dann auch noch so kleine Details wie diese Bobbles hier. Dann hat die Bluse breite Ärmel und liegt so auf den Schultern. Und ist hier oben auch ein bisschen wie so Rüschen genäht. Sieht super, super schön aus. Das habe ich jetzt zu einer Jeans kombiniert. Hier diese pinken Bobbles, die sind einfach so cool. Bisschen ungeschickt, die hängen überall im Essen drinne. Und diese Bluse hat 25,95 € gekostet, finde ich. Kann man auch nichts dazu sagen, dafür, dass es so viele Details hat und einfach so schön sommerlich, frühlingshaft aussieht. Die kann man auch super zu einem Jeansrock kombinieren oder einer weißen Hose oder zu was würde ich die noch kombinieren? Ja, Jeansrock, Jeanshose, weiße Hose.
Dazu kann man das alles super tragen oder zu einer Shorts. Dann habe ich noch eine Jeanshose gekauft bei Stradivarius und das ist eine High-Waisted, hat 25,95 gekostet. Also ich finde für 25,95, da kannst du nichts falsch machen, vor allem bei Jeanshosen. Und das ist einfach eine Denim-Jeans, ein bisschen an, also höher geschnitten, also die geht nicht über die Knöchel und hat hier auch an den Seiten so einen Schlitz. Also super geeignet für niedrige Schuhe und Sandalen. Ich habe sie in der Größe 34 genommen. Eigentlich habe ich, also bei Zara habe ich 36, vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen dran orientieren. Und wie gesagt, sie ist High Waist, ist eine Denim Jeans. Vielleicht auch einfach das T-Shirt reinstecken, vielleicht auch einfach nur so ein simples T-Shirt, aber dann coole Sandalen oder Schuhe. Oder auch eine tolle Bluse, kann man damit super kombinieren. Und ich bin echt mega happy, die Teile passen auch super gut und sind von der Qualität auch echt cool. Und falls ihr aus der Nähe Karlsruhe, Stuttgart und so kommt, kann ich euch empfehlen, nach Straßburg zu fahren, denn da gibt es auf jeden Fall auch einen Stradivarius. Und dann hier noch, ich habe auch Ketten gekauft. Und die Ketten, die sind so süß. Ich habe hier auch schon eine an. Die sind auch von Stradivarius, haben 7,95 € gekostet. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ketten drin. Und ich habe hier eine schon mal an mit einem Dinosaurier. Und dann ist hier eine super süß. Ein Elefant, dann ein Schlüssel, ein Halbmond, ein Kreis. Und hier nochmal ein normaler Kreis. Also sind super süße Ketten. Einfach mal zum Kombinieren mit einem lässigen T-Shirt. Ja, dann würde ich sagen, mache ich weiter mit Pull & Bear, weil dort habe ich auch relativ viel geshoppt. Und zwar zum einen diese karierte blau, hellblau-weiße Bluse. Ihr seht schon, ich habe voll viel hellblau gekauft. Also die ist ein bisschen bauchfrei, ein bisschen gecroppt, hat so Puffärmelchen, die ein bisschen über den Ellbogen gehen. Dann einen V-Ausschnitt und was mega cool ist, solche Bändelchen zum Binden. Und das kann man dann schön an der Seite als eine Schleife binden. Sieht wirklich super, super schön aus. Ich habe das jetzt zu einem Minirock getragen. Könnte ich aber auch super zu der High-Waisted Jeans tragen und kombinieren. Ja, richtig schön, würde ich sagen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Teile findet. Weil ich finde, die sind nicht so normale Teile, sondern so ein bisschen ausgefallenere. Aber dennoch super tragbar im Alltag. Ja, ich finde die mega, mega schön. Dann habe ich nochmal etwas Ausgefalleneres, einen Zweiteiler gekauft. Und zwar ist das eine High-Waisted breite Hose. Also die ist glaube ich, gerade geschnitten oder ja, geht unten sogar noch ein bisschen breiter. Hat ein richtig, richtig schönes Blumenmuster. Ist wie gesagt High-Waist und super luftig und sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und passend dazu habe ich noch ein Oberteil. Das ist so ein T-Shirt-Crop-Oberteil, das man vorne so binden kann, auch in diesem Blumenmuster. Mega, mega schön. Kann man abends zum Bett gehen, zum Eis essen, Strandmaß. Das alles kann man das super tragen. Die Hose hat 19,99 € gekostet und das Oberteil hat 15,99 € gekostet. Finde ich, kann man auch überhaupt nichts sagen. Dann war ich beim Zara noch. Beim Zara habe ich auch dieses T-Shirt mir geholt. Das ist auch so ein Crop T-Shirt und ich hasse es zu bügeln. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Das ist ein T-Shirt, das man vorne auch so binden kann und es hat einfach so längere Bänder. Super zu einem Minirock. Und ich zeige euch jetzt mal den Minirock, weil der ist auch super schön. Den habe ich auch von Zara mit so Blumen, gestickte Blumen. Und ich mag auch diese Jeansfarbe. Das ist so ein richtig schönes, helles Jeansblau. Ich bin nicht so ein Fan von so dunklen Jeans. Farben, bei Röcken zumindest, bei Hosen. Das mag ich beides, dunkel und hell. Und die Blumen sind einfach in so einem Dunkelrot und mit Grün, mit Dunkelgrün. Und unten hat er auch so ein paar Fransen. Ein sehr schöner Minirock. Von Zara, also das ist wirklich mein größtes Highlight, glaube ich, ist diese mega schöne Jeansjacke. Schaut euch die mal an. Ist sie nicht mega, mega schön, ein bisschen so auf Hippie gemacht, mit ganz, ganz vielen Details, super schön, hier mit so ganz vielen kleinen Perlen, dann hier so gestickt, dann dort unten so richtig schöne Blumen und dann noch so Plättchen und mega schön. Auf jeden Fall habe ich die in zwei Größen gekauft und M und S, ich dachte erst M, weil ich so ein Oversize wollte, aber die ist wirklich Oversize geschnitten und deswegen war S super. Ja, und dann habe ich jetzt noch einen Pulli vergessen, würde ich jetzt mal sagen. Auch von Pull & Bear und der hat nur 9,99 € gekostet und der ist halt rosa und hat so einen gelben Aufdruck. Ich mag den total, vor allem für 10 € kannst du echt nichts sagen. Was steht da drauf? At Love steht drauf und hier
A Long Shot. Super, super schön. Und das waren jetzt auch schon meine ganzen Teile. Ich hoffe, euch hat der Dry-On-Haul gefallen und ihr fandet die Kleidung auch so toll, wie ich sie toll finde. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr monatlich einen Dry-On-Haul von mir sehen wollt. Und wenn ihr einen Bikini-Dry-On-Haul sehen wollt, weil ich habe mir auch super viele Bikinis gekauft, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Und jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.